Panzeralarm! Durch sämtliche Nachrichtenmittel ist er sofort weiterzugeben. Die bereitgestellten Panzerabwehreinheiten werden schwerpunktartig an der bedrohten Flanke eingesetzt. Zusammengefassten Feuer von Artillerie und Pack bleiben drei schwere Panzer liegen. Die Besatzung kämpft weiter. Fünf Zentimeter Pack schießt auf den Turmansatz. Die Bedienung kennt genau die verwundbaren Stellen des T-34. Winkel anstreben. Von der Seite oder vom Rücken ist der Feindpanzer am verwundbarsten. Ein schneidiger Feldwebel hat eine geballte Ladung ins Rohr geschoben und springt in Deckung. Die verwundete Besatzung ergibt sich. Die Panzer brennen aus. Die Bataillone treten erneut an. Draht wird nachgebaut. Artillerie verhindert durch Nebel flankierendes Feuer des Feindes aus dem Wald. Die Bereitstellung der Sturmgeschütze liegt in unmittelbarer Nähe des Reservebataillons. Der Einsatzbefehl. Unterstützt von Jägern und Pionieren sollen sie eine erkannte feindliche Bunkerstellung von der Flanke angreifen und durchstoßen. Russisches Sperrfeuer ist zu durchfahren. Die Jäger und Pioniere sind abgesessen und durchspringen in Feuerpausen die Sperrfeuerzone. Nicht an den Sturmgeschützen kleben, denn diese ziehen das Feuer auf sich. Ihr Schutz gegen feindliche Nahangriffe muss aber stets gewährleistet sein. Die begleitenden Stoßtrupps säubern das Gelände. Erste Feuereröffnung gegen die Bunker. Unter gegenseitigem Feuerschutz rollen die Sturmgeschütze gegen die Befestigungen an. Wird nachgebracht.
Geschütze die Scharten eines schweren Bunkers niederhält, arbeiten sich Jäger und Pioniere mit gefalteten Ladungen und Flammenwerfern an die Feindstellung heran. Leichten Infanteriegeschützzuges. Befehlsausgabe an die schweren Waffen für die Unterstützung des weiteren Angriffs und die Feuerzusammenfassung auf die Einbruchstelle. Platzregen erleichtert die Annäherung des rechten vorderen Bataillons an einen weit vorspringenden Ortsteil. In schwerstem feindlichen Artilleriefeuer arbeitet sich ein Jägerbataillon frontal an die Ortschaft heran. Gegen die feindliche Artillerie und der Panzerbereitstellungen eingesetzt. Gezogen und geht in Stellung, um den Angriff gegen den Ortsrand mit Sprenggranaten zu unterstützen. Russische Bomber greifen die Batteriestellungen an. Die aufgestellten Flieger-MG eröffnen auf einem tiefliegenden Zerstörer auf günstige Schussentfernung das Feuer. Brennend stürzt er ab. Ein Mann der Besatzung. An einer Straße vorfühlende russische Panzerspähwagen werden in Brand geschossen. Die Wirkung der Artillerievorbereitung. Den Einbruch in die Bunkerstellung ausnutzend, stößt das eingesetzte Reservebataillon von links her, von Teilen der Sturmgeschützbatterie unterstützt, gegen den Ort vor. Der Schutz der Sturmgeschütze gegen Baumschützen und Nahbekämpfer durch die Jäger ist in dem dichten Busch- und Waldgelände unbedingt erforderlich. Da der Russe meistens mit starken Kräften an Straßen verteidigt, stößt das Bataillon mit Schwerpunkt seitwärts durch die Obstgärten vor. Baumschützen bewährt sich das leichte MG. Es kann dazu auf die Schulter eines Schützen aufgelegt werden. Einzelvorarbeiten unter dem Feuerschutz leichter und schwerer Waffen. Der Bataillonskommandeur weist die Kompanie in vorderster Linie ein.
Hier sind wir. Leuchtzeichen sind im Ortskampf besonders wichtig. Jäger und Sturmgeschütze dringen weiter in die Ortschaft ein. Feuerwaffen werden entlang von Straßen an Lichtungen und freien Plätzen und in der Bewegung feuernd eingesetzt. Gegen gut eingebaute Nester, gegen die im Ortskampf für Flachfeuerwaffen kein Schussfeld vorhanden ist, setzt der Kompanieführer die ihm unterstellten Steilfeuerwaffen ein. Granatwerfer unterstützt auf nächste Entfernung feuernd das Vorarbeiten. Immer auf feindliche Gegenstöße gefasst sein. Der russische Gegenstoß bricht in dem zusammengefassten Feuer zusammen. Ein leichtes Infanteriegeschütz der vordersten Kompanie unterstellt, vernichtet in direktem Schuss ein feindliches Widerstandsnest. Verwundete werden im Feuer geborgen. Der Zugführer ist gefangen. Zahlreiche Waffen feuern auf die Einbruchstelle. Unter ihrem Schutz bringen die Jäger in die Ortschaft ein. MG und Granatwerfer sind dicht an die vordersten Gruppen herangehalten. Mit Handgranaten wird ein Ortsteil gesäubert. Der Russe lässt häufig die Angriffsspitzen vorbeistoßen, um dann überraschend aus Häusern und Gärten heraus das Feuer zu eröffnen. Das ist der deutsche Soldat. Beiderseits der Straße, die Sturmgeschütze in der Flanke sichernd, stößt eine Kompanie zum jenseitigen Ortsrand durch. Häuser und Gärten werden vom Feind gesäubert. Die Ortschaft ist genommen, die Bataillone ordnen sich.
kennzeichnen die vordere Linie. Sicherung der Ortschaft und weitere Aufklärung wird befohlen. Der Kommandeur überzeugt sich persönlich von der Ausführung seines Befehls. Mit kampfkräftigen, motorisierten Teilen unverzüglich dem weichenden Feind nach. Die Kompanien gehen zur Ruhe über. Kommandeur spricht persönlich seiner Division die Anerkennung für den Erfolg des Tages aus. Die Kranken sind neben Hunderten unterrichtet.